Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind auf der Normandy, haben gerade hier mit unserer Spezialistin-Trainer geredet. Gucken jetzt mal, was wir an Mails haben. Da ist nichts Neues. Und arbeiten uns jetzt als nächstes wieder von unten nach oben durch die Decks und hören uns an, was die Leute zu sagen haben. In der Hoffnung, dass sie was zu sagen haben und ich hier nicht umsonst rumlaufe. Aber es sieht gut aus. Ist mit dem Shuttle alles okay? Ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig, aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie sich denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind, keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Ich schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie Ihr Leben riskieren. Haben Sie sich denn auch vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahnen. Man konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten Sie sich frei nehmen und sich das ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Tun Sie es für mich, natürlich. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Ich kann Ihnen einfach nichts abschlagen, Shepard. So soll es sein. Ja, ich glaube, wenn wir wollten, könnten wir da eine Beziehung aufbauen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich frage mich, was zum Teufel Cerberus auf Sorcash vorgehabt hat. Ich habe gehört, wir sind unterwegs nach Tuchanka. Ich würde gern selbst sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Ich meine ja bloß. Reef ist ein ziemlicher Idiot, selbst für einen Kroganer. Aber ich wäre auch nicht sehr glücklich, wenn jemand mich und meine ganze Spezies kastrieren würde. Dieser Morden ist schon was Besonderes. Sein Mund bewegt sich schneller als ein Frosch auf einer heißen Herdplatte. Ach ja, da müssen wir natürlich auch mal hin. Mit Morden reden. Der auf der Krankenstation ist. Aber gut. Erstmal Maschinendeck. So, zur Sicherheit schauen wir doch mal nach, ob er uns hier was zu sagen hat. Er ist nicht mal da, okay. Dann eben nicht. Hier ist natürlich die Frage, wo ist er denn? Hier vielleicht. Hey, nur eine Art Kommentar. Wem es nicht gefällt, der soll es nicht runterladen. Sie sagen, dass wir Terra Nova nicht brauchen. Eine Kolonie verlieren, fünf retten. So sieht die Rechnung nun mal aus. Irgendjemand wird schon noch ernst nehmen, was Sie sagen. Die Asari-Republiken stimmen über so etwas ab. Wir alle würden jede Welt retten, wenn das möglich wäre. Ist es aber nicht. Sie glauben, Sie können auf diesem Schiff mitfliegen, beim Essen neben uns sitzen und dann so etwas senden? Das ist Verrat. Hey, es ist nur eine Art Kommentar. Wem es nicht gefällt, der soll es nicht runterladen. Sie sagen, dass wir Terra Nova nicht brauchen. Eine Kolonie verlieren, fünf retten. Ja, nee, wir unterstützen natürlich hier unsere Crew. Der Bericht wird nicht gesendet oder Sie verlassen das Schiff, Alas. Genau das hatte ich befürchtet. Danke, Commander. Wie entscheiden Sie sich, Alas? Wie Sie sagen, es ist ja nur Ihre Meinung, richtig? Ich ziehe ihn zurück. Super, das ist alles, was ich hören wollte. Hervorragend. Also, wie ihr seht, es lohnt sich, ab und zu mal hier vorbeizulaufen. Denn es gibt ein paar Punkte für den guten oder schlechten Ruf, je nachdem. Sind Sie auch ganz sicher in Ordnung, Karen? Die Verschleppung durch die Kollektoren würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Aber das liegt hinter mir. Es geht mir gut. Aber ich muss ständig an die Erde denken. Und an all die anderen von den Reapern besetzt. Hallo, Commander. Alles okay auf der Krankenstation? Ja. Morden braucht nur etwas Platz, um mit Eva zu arbeiten. Er hat sie rausgeworfen? Oh nein. Ich hatte nur das Gefühl, im Weg zu stehen. Wenn ich gebraucht werde, gehe ich wieder hin.
Schön, schön. Commander. Gut. Also, er ist auf der Krankenstation. Hier ist niemand. Was war da drüben nochmal? Ich glaube, da ist auch niemand, oder? Nö. Hier vielleicht? Nein, auch keiner. Okay, dann erstmal zu Liara. Hieß sie so, ja. Ich glaube schon. Eine neue Mitteilung ist auf dem privaten Nachrichtenterminal verfügbar. Gutes Timing, Shepard. Ich habe Glyph ein paar Recherchen über Reef anstellen lassen. Was Brauchbares? Ja, Ernold Reef hat mehr Massenvernichtungswaffen in Auftrag gegeben als jeder andere kroganische Anführer der Geschichte. Nun, offensichtlich ist er gut bewaffnet. Der Großteil dieser Waffen wurde bereits bei Konflikten mit anderen Clans eingesetzt. Oder auch nicht. Zum Glück hat der Erdnord-Clan größere Vorräte an konventionellen Waffen vorgehalten und stellt daher nach wie vor eine beachtliche Militärmacht dar. Tja, der Typ ist wirklich nicht sauber, kann man sagen. Was bereit für die nächste Mission? E-Mail von Professor Tkisha an Dr. Oduolo oder so ähnlich. Okay, also hier unser Shadowbroker unterstützt den Bau des Tiegels. Hier was Neues? Nein, auch nicht. Dann geht's als nächstes zu Garrus. Der wird uns wahrscheinlich aber auch nicht so viel zu sagen haben, außer hier Krogane schlimm und Kämpfer und so weiter und so fort. Shepard, ich habe gehört, Kroganerinnen stehen auf Männer mit Narben. So sagt man. Ich habe ja auch ein paar. Hoffentlich plant niemand eine arrangierte Heirat, um dieses Gerücht zu untermauern. Obwohl ich nehme an, dass wir jetzt mit Cerberus im Krieg sind, was? Ich habe noch nie eine Kroganerin gesehen. Anscheinend sind sie die eigentlichen Denker auf T'Chanka. Schön, dass Mordin noch lebt und so aktiv ist. Und immer noch neue Wege findet, um Ärger zu machen. Im Moment nicht. Okay. Ja, habe ich den einen Satz weggeklickt. Das wollte ich eigentlich nicht. Verzeihung. Aber ich denke, damit können wir leben. War ja nun nicht so wirklich. Kroganerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv. Fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard. Wir haben gerade... Gehen Sie weg von ihr. Sie gehört Ihnen nicht. Es ist in Ordnung, Reef. Nichts ist in Ordnung, wenn Salarianer im Spiel sind. Der hier ist anders. Was machen Sie da? Einfacher Bluttest. Weniger schmerzhaft als Beschuss durch Cerberus-Truppen. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Er war Ihre Insiderquelle, Reef. Sie können ihm trauen. Ich habe nicht einmal meiner eigenen Mutter getraut. Und jetzt ist dein Erzfeind plötzlich der beste Freund meines Volkes? Keineswegs. Finde sie persönlich abweisend und unangenehm. Werde ihrem Volk dennoch helfen. Aber sie haben die Genophage verbessert. Stimmt. Hätte aber ihre Spezies sterilisieren können. Ohne Blutvergießen. Unumkehrbar. Simpel. Problem, das sich nicht mit der Schrotflinte lösen lässt, muss schrecklich sein. Zum Glück kann ich helfen. Halten Sie sie einfach am Leben. Besorgnis ist rührend. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Wehe, es schmerzt. Keine Versprechungen. Wenn Sie kurz Zeit hätten, Shepard. Was war hier eigentlich nochmal? Nein, nein. Ach ja, hier können wir uns neue... Reden Sie. Neue Bonuskräfte, genau. Extrahieren, ohne sie zu töten. Viele Variablen. Ihr Immunsystem. Besorgen allerdings. Überlege Optionen. Glaube ich, müsste man dann wieder bei Null anfangen und kriegt keine zusätzlichen Punkte, um die aufzuleveln. Deswegen lasse ich das mal. Zumindest war das in den alten Teilen so. Um neue Ideen zu fördern, Produktivität zu maximieren. Shepard, Blutuntersuchung abgeschlossen. Ivas System steht unter schwerem Stress. Derzeit stabil, aber fehlen von Daten über Malens Arbeit problematisch. Ich frag nur ungern, aber gibt's Auswirkungen aufs Heilmittel? Nein,
Heilmittel bleibt wirksam, aber langfristige Prognose für Eva bedenklich. Tun Sie ihr Möglichstes. Natürlich. Wissen Sie, warum sie immun ist? Genophage beeinflusst Hormonproduktion während Schwangerschaft. Modifikationsprojekt nutzte denselben Umstand. Ihre Immunität völlig anders. Befallene Drüsen jetzt funktionslos, wie Blinddarm beim Menschen. Andere Drüsen mutiert, produzieren richtige Hormone, ermöglichen Geburt. Erklärt auch ihre Schwäche. Drüsenersatz nicht perfekt. Gesundheitsprobleme. Könnte das bei allen Kroganerinnen klappen? Ja. Benutze Ivas Gewebe für Herstellung von Mutagen. Ändere Drüsenfunktion bei gesamter Spezies. Muss Mutagen ebenfalls verbessern. Hormonproduktion feinjustieren. Sonst chronische Krankheit bei allen Kroganern. Sie haben Ihre Arbeit an der Genophage immer verteidigt. Weshalb der Umschwung? Es gab keinen Umschwung. Genophage damals richtige Entscheidung. Neue Umstände erforderten Kurskorrektur. Welche Umstände sind das? Reaper-Invasion. Untergang der Turianer ohne kroganische Hilfe. Kroganer brauchen vereinte Bedrohung als Aggressionsventil. Kooperative Symbiose. Sonst nichts? Keine persönlichen Interessen? Werde alt, Shepard. Nur noch wenige Jahre, aber immer noch bester Kandidat für Projekt. Wenige salarianische Wissenschaftler an Genophage interessiert. Niemand mit meiner Expertise. Gab keinen anderen. Hätte jemand anders es nicht geschafft? Vielleicht schon, aber ohne Erfahrung Risiko zu hoch. Es ging nicht um Sie. Meine Arbeit. Wiedergutmachung meine Aufgabe. Beweis, dass ich es kann. Wie geht es ihr? Momentan kein Fieber. Herzschlag erhöht, vermutlich stressbedingt. Nahrungsaufnahme normal. Könnte weitere Decke brauchen, etwas Weiches. Empfehle vollständige Erholung vor Herstellung von Heilmittel. Meine medizinische Ansicht. Mein Volk hat dafür keine Zeit. Sie vertritt eine andere Meinung. Sie schätzen sie. Meine Patientin, meine Verantwortung, fand sie auf STG-Basis. Hat 3 Ärzte beim Versuch verletzt, sie zu fixieren. Entfernte Armfessel, wehrte mich nicht, als sie mich packte, versprach ihr Hilfe. Sie sagte, bitte. War nett mit Ihnen, Morden. Danke, Shepard. Bin froh, zurück zu sein. Werden Sie bleiben, wenn das hier vorbei ist? Bis zum Ende der Reaper auf alle Fälle. Danach noch unsicher. Habe Eindruck in Galaxie hinterlassen. Genophage-Modifikation, Genophage-Heilmittel, Arbeit gegen Kollektoren, Entscheidungen, Fehler. Gehe vielleicht an sonniges Plätzchen. Am Strand sitzen, Ozean anschauen, Muscheln sammeln. Nach einer Stunde würden Sie durchdrehen. Könnte Tests an den Muscheln durchführen. Ja, stimmt. So, reden wir mal mit ihr. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander. Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden ihnen viel, auch wenn die meisten es vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert. Zur Freundschaft gehört auch, dass man seinen Namen kennt. Leider kenne ich Ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Aber vielleicht verrate ich ihn Ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Die Kroganer haben weibliche Schamanen? Der Schmerz bringt Weisheit hervor. Und die Genophage hat uns sehr weise gemacht. Statt der Verzweiflung zu erliegen, haben einige von uns beschlossen, die alten Riten zu bewahren. Wir hüten unsere Kultur, unser Wissen, unsere Geheimnisse. Und wenn wieder Kinder unter uns leben, werden die Kroganer aufblühen. Wie wurden sie geweiht? Man wird 7 Tage in einer Höhle eingesperrt. Mit gerade genug Vorräten, um zu überleben. Am 8. Tag hungert man. Was beweist das? Entschlossenheit. Jeder Akolyt erhält eine Chance. Entweder gräbt er sich mit bloßen Händen durch den Fels, oder er stirbt. Wie haben Sie das überlebt? Ich habe zunächst in die falsche Richtung gegraben. Es war völlig dunkel. Nur mein eigener Herzschlag trieb mich voran. Und dann? Ich habe das hier gefunden. Ein einfacher Kristall. Aber er wurde zu meinem Meißel. Nehmen Sie ihn, Commander, damit er Sie in der dunkelsten Stunde daran erinnert,
dass es immer einen Ausweg gibt. Eine brutale Initiation. Aber eine erhellende. Das Leben in der Dunkelheit lehrt einen, das Licht zu schätzen. Was halten Sie von Reef? Er beunruhigt mich. Reef ist im Kern ein Tyrann. Ich sehe es in seinem Blick. Ich bin der Schlüssel zur Verwirklichung seiner Ambitionen. Aber nicht alle Kroganer sind so wie er. Sein Bruder Rex war vernünftiger. Was wird Reef mit seiner Macht anfangen? Was fängt ein Tyrann mit Macht an? Früher waren die Kroganer ein mächtiges Volk. Aber nicht, weil wir vom Krieg träumten, sondern von einer besseren Zukunft für unsere Kinder. Durch die Genophage haben wir das vergessen. Vor allem Reef. Ob Reef wohl Vergeltung für die Genophage will? Er hat davon gesprochen. Aber die meisten Frauen werden sich dagegen wehren. Wie? Nach der Heilung werden wir uns weigern, Kinder zu bekommen. Reef braucht für seine Rache eine Armee. Aber wir werden keine Generation gebären, damit er sie zur Schlachtbank führen kann. Wenn Reef es versucht, kommt es zum Bürgerkrieg. Aber vielleicht hält ihn selbst das nicht auf. Hatten wir das jetzt schon? Was wird Reef mit seiner Macht anfangen? Was fängt an? Ja. Früher war. Durch die Genophage haben wir das vergessen. Das hatten wir schon. Was halten Sie von Reef? Er beunruhigt dich, aber nicht stimmt. Alle. Danke fürs Gespräch. Ah, verdammt. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich habe erst wenige Menschen kennengelernt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit. Gut, das habe ich gerissen. Ich hoffe, wir können das nochmal machen. Ist noch etwas, Commander? Was halten Sie von Reef? Ihr beunruhigt. Ich sehe es, aber nicht alle. Ich kannte Rex. Rex war mal Teil meiner Crew. Ich wünschte, er hätte sich damals auch mehr Gedanken gemacht. Ich weiß, ich kenne die Geschichten. Aber dafür habe ich Rex bewundert. Er war bereit, dafür zu sterben, was für ihn das Beste für unser Volk war. Und nicht nur für ihn selbst. Rex mag damals im Irrtum gewesen sein. Aber Reef ist immer im Irrtum. Wenn Sie die Frage gestatten, wie war das, mit der Genophage zu leben? Ich kannte Schwestern, die mit der Schande der Unfruchtbarkeit nicht leben konnten. Sie wanderten hinaus in die Ödnis und hoffften darauf, dass ein Dreschlund sie tötet und ihre Qual beendet. Hatten Sie auch jemals diesen Gedanken? Ja. Nach meiner ersten Todgeburt. Was hat Sie vom Selbstmord abgehalten? Als mein Kind nicht atmete, hat mein Leben erst richtig begonnen. Die Genophage zwingt uns zur Hoffnung. Denn es gibt nichts anderes. Wir haben keinen Grund zu leben, außer der Hoffnung, dass der nächste Tag eine Veränderung bringt. Und falls nicht, gibt es immer noch einen weiteren. Was wird wohl anders sein, wenn die Genophage geheilt ist? Unsere Spezies wird ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Frauen werden in Zukunft mitbestimmen. Wie in alter Zeit, bevor wir nur Spielzeug machthungriger Männer wurden. Die meisten wollen unbedingt jeden erschießen, der sich schräg ansieht. Was sollten sie sonst auch tun? Die Genophage hat sie zu herumwandernden Killern gemacht, die Ziele suchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen, Ausreden, um Ehre zu erringen. Wie sind Sie in Malens Experimente geraten? Die anderen Frauen und ich waren Freiwillige. Wir hatten gehört, dass Malen versuchte, die Genophage für den Verloc-Clan zu heilen. Ein rivalisierender Clan? Rivalitäten sind eine Erfindung der Männer. Unter ihrer Führung lag T'Chanka über 1000 Jahre lang in Ruinen. Es ist Zeit, dass wir Frauen unseren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen und eine Zukunft schaffen. Malen war unsere beste Chance. War es das Ganze wert? Absolut. Zum Entzünden eines Feuers genügt eine Kerze. Und schon gibt es keine Dunkelheit mehr. Tut mir leid, dass sonst keine überlebt hat. Ich weiß. Korn, die Jüngste, starb als Letztes. Aber sie wusste, dass sie ohne den Fluch in die Leere eingeht.
Und sie wird lächeln, wenn sie auf die Kinder von T'Chanka herabblickt. Ihr Geist wird die Amme meines Erstgeborenen sein. Wie hat Mordin sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer. Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit an der Genophage erzählt. Ich sollte ihn für einen Feind halten. Aber ich glaube, meine Schwestern und ich haben etwas in ihm verändert. Asari Vorcha Nachwuchs ist allergisch auf jedes Milchprodukt. Sein Ohr war's nicht. Auf jeden Fall ist er mal absolut positiv bekloppt. Ja gut, haben wir alles. Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander. War ja recht lang. Meine Güte. Hier war ich eben schon, ne? Naja. Genau, wir machen aber weiter mit dem nächsten Stockwerk. Ach ne, wir sind ja schon von unten nach oben. Wir sind schon auf 3. Ich glaube, hier waren wir schon überall. Also es ist bestimmt 10 Minuten her. Das Gespräch ging echt ganz schön lange. Wir gehen mal in die Kabine und gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Hier zum Beispiel. Ja, wir haben ein bisschen was, aber das wird alles zu Lasten der Gesundheit gehen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ja, dann lassen wir es. Hat ja keinen Sinn so. Gut, dann zurück zur Galaxiekarte. Vorher gucken wir nochmal ins Logbuch, was wir jetzt an Missionen eigentlich noch haben. Cerberus Angriff. Stimmt, das hat sie uns erzählt. Das ist T'Chanka, okay. Oh Gott, Rachni. Also T'Chanka haben wir gleich 3 Aufträge, so wie es aussieht, und einer davon ist der Hauptquest. Das werden wir also ziemlich am Ende machen. Ja. Gut, wir gucken uns erstmal die Karte an. Hatte ich jetzt hier schon geguckt? Ja, gut, da war nichts. Und sie weiß jetzt aber auch nicht mehr. Commander, ich habe sichere Kommunikationsleitungen mit den Regierungen der Turianer und Salarianer eingerichtet und unseren Systemen ihre Kampfdaten hinzugefügt. Hoffentlich erfahren wir dadurch mehr darüber, was vor sich geht. Commander? Okay. So. Wir sind auf Sir Cash, genau. Und. Ah ja, hier konnten wir ja nicht wirklich was machen. Wow. Jetzt ist doch ein bisschen mehr los. Wir müssen die Kundschaft ja nachgehen. Also hier hinten waren wir schon, das habe ich schon gemacht. Das auch. Das auch. Das auch. Das Citadel ist klar. Hier können wir jede Menge machen, meine Güte. Das ist schon klar. Das ist klar. Pferdekopfnebel. Petra-Nebel. Geben wir die Sigma. Gut. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich werde noch wieder rumfliegen und scannen. Wenn ich was Wichtiges finde, wie immer, werdet ihr das dann nicht verpassen. Wenn ich nur irgendwie ein Artefakt oder so finde, dann sage ich euch das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann, Leute. Ciao.